Heute mache ich Teste-Dich-Quizze, die meine Zuschauer erstellt haben und somit höchstwahrscheinlich besser sind als 98% der Quizze, die auf dieser Plattform ansonsten existieren. Ich hoffe es zumindest für Sie. Legen wir los. Das erste Quiz ist vom guten Conan, der hat es erstellt, und zwar allgemeines Quiz zur Überprüfung des Wissens über das Pokémon-Universum. Ich glaube, elegant hätte man es auch nicht ausdrücken können, aber Conan schafft es mal wieder. Und ich würde sagen, das sind 15 Fragen und ich würde sagen, wir starten einfach direkt. Das werde ich heute hinkriegen. Pokémon-Wissen, das ist mein Gebiet. Wer ist Wipke? Wird die ohne E geschrieben? Wird die nicht mit E geschrieben? Eine Person, welche einem zufällig auf einer Route begegnet und das Pokémon-Team heilt. Arenaleiterin, Top-4-Mitglied. Gehört einer gegnerischen Organisation an. Natürlich eine Arenaleiterin. Und zwar die sechste in der dritten Generation. Das weiß ich. Easy. Wo befinden sich die rauschenden Höhlen? Das weiß ich nicht. Höhnrik und Einhal, Johto, Galar. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Rauschenden Höhlen. Irgendwie bin ich bei der Johto-Region, aber da bin ich mir jetzt irgendwie unsicher. Oder doch, Einhal? Ich nehme, glaube ich, Johto. Ich bin mir nicht sicher. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Welcher Art von Pokémon gehört Damirplex an? Vieländer-Pokémon, Courage-Pokémon, Neuschnee-Pokémon, Edelmut-Pokémon. Ich habe keine Ahnung. Ich versage. Ich sollte meinen Kanal löschen. Macht ihr das jetzt doch parallel auch bitte mit, damit ihr auch versagen könnt. Wäre cool. Erzählungen zufolge machen sie sich einen Spaß daraus, in sternklaren Nächten von schlafenden Kindern Besitz zu ergreifen. Zu welchem Pokémon gehört dieser gruselige Pokédex-Eintrag? Alter, das ist eine gute Frage, Alter. Dragoni, Hypno, Schuppet, Hypnomorba, Bremano. Das klingt erstmal nach einem Geist-Pokémon. Von daher würde ich jetzt sagen, Schuppet oder Paragoni. Ich glaube, ich nehme Schuppet. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder Paragoni. Paragoni ist ein Baum. Ich nehme, glaube ich, Paragoni. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich versage hier gerade komplett. Das ist aber auch eine schwere Frage. Das sind gute Fragen. Die gefallen mir. Welches Pokémon ist das 11. im Nationaldex? Oh Gott. Also wir haben Shiggy, haben die Starter. Dann haben wir 9. Es müsste Safcon sein, ne? Ja. Also haben die Starter sind 9. Dann kommt 10 Draupi. Genau, Safcon. In welchem Jahr erschien Pokémon Bank? Was weiß ich? 2000. Goldene Mitte. Ich habe keine Ahnung. Was denn, wollte ich das wissen? Welche Farben hat ein Vilie? Grün, rosa, gelb. Ja, doch, müsste passen. Welche Farbe hat ein Shiny Alabis? Ich glaube grün. Dunkelblau, überwiegend grün. Ist es kaum von Originalfarbe? Nee, ich glaube es ist grün. Grün. Ich glaube es ist grün. Der beschwingte Gang dieses Pokémon bezaubert Zuschauer und lässt sie im Takt dazu tanzen. Was? Der beschwingte Gang müsste ja dann eigentlich Pantyfrost sein, weil der ist ja so ein... Ja, safe. Rosanna glaube ich nicht. Kapaloris eher von der Musik her. Ich würde sagen Pantyfrost. Welche Typenkombination besitzt das Pokémon Keradar? Das ist ein Käfer-Psycho-Pokémon. Das weiß ich. Das ist die Entwicklung von dem Käfer hier. Wie heißt denn der? Sensekt. Genau. Und die Vorstufe von Maritelit. Was bewirkt der Effekt Völlerei? Das Pokémon vertilgt Beeren bereits bei 50% verbleibender KP. Bereits bei 30% verbleibender KP. Das ist ja normal. Das Pokémon kann eine Beere konsumieren, welches ein vorheriges Pokémon eigentlich bereits vertilgt hat. Das müsste das hier sein. Wofür gilt der Schweif von Shillock? Für langes Leben, glaube ich. Habe ich schon mal gehört, oder? Für Geschwindigkeit in Abhängigkeit seiner Schweifgröße. Je größer, desto schneller. Das ist erfunden. Das ist eine physikalische Antwort und das passt zu Conan. Ich glaube, es ist langes Leben. Delikatesse, kann auch sein. Ich nehme Delikatesse. Was ist besonders an Wanderertrainern? Ach so. Wanderer setzen statistisch am häufigsten Pokémon ein, die nicht den Typen tragen, auf den sie spezialisiert sind, also Gestein. Haben jede Generation einen Bart? Alter, wie kommt man auf solche Fragen, Alter? Wie geil ist das denn? Es gibt keinen Wanderer, der mit weiblichen Pokémon kämpft. Wanderer können ausschließlich in Höhlen, das stimmt nicht, nein. Ich glaube, also ich würde sagen, das Erste. Aber das ist eine sehr gute Frage. Das gefällt mir. Die Fragen gefallen mir. Respekt, ganz ehrlich. Wie viel wiegt ein Bolterus? Viel. 150? Das meiste, 350. Würde ich jetzt sagen. Das ist doch, Ding ist doch übelst fett, oder? Ja, komm. Seit wann existiert die Fähigkeit Angeberei? Ja, ist ja der dritten Generation. Es gibt erst seit der dritten Generation überhaupt Fähigkeiten. Ist das eine Fangfrage, ne? Das ist natürlich eine. Ja, das ist eine Fangfrage. So viel habe ich richtig. 7 von 15! Doch in der Galar-Region. Mann! Viel in der Pokémon. Hypnomorba. Was? Wie lächerlich. Das habe ich noch falsch. Rosanna, als ob die beide. Wer tanzt bitte bei Rosannas beschwingten Gang mit? Also ich würde es nicht machen. Krass, ich habe so viel falsch. Doch für langes Leben. Oh, ich bin so. Ich hätte es einfach nehmen müssen. Der erste Gedanke ist eigentlich wirklich über. Weibliche Puppen. 150 Kilo. Seit der zweiten Generation?
10 Fähigkeiten nicht erst in der dritten Generation eingeführt worden? Jetzt bin ich gerade komplett verwirrt. Jetzt gucke ich das nach. Hier sind Eigenschaften, die in der dritten Generation eingeführt worden wurden. Willst du mich eigentlich verkackeiern? Wie kann das denn sein? Angeberei. Aha, die Attacke. Aber hier steht Fähigkeit. So. Hallo, hier ist Luca aus der Zukunft. Beziehungsweise aus dem Schnitt. Und ja, dieser Typ hat recht. Fähigkeiten existieren erst seit der dritten Generation. Was der Typ allerdings nicht beachtet hat, und das, weil er sich so darauf gestürzt hat, dass Fähigkeiten erst ab der dritten Generation vorhanden sind, ist der Fakt, dass die Fähigkeitenangeberei gar nicht existiert. Es gibt keine Fähigkeit, die Angeberei heißt. Das hat dieser junge Mann einfach mal komplett ausgeblendet in dem Moment. Wollte ich nur gesagt haben. Die Frage ist Schiebung. Ich habe 8 von 15 richtig. Also das ist eine schlecht gestellte Frage und hat er falsch recherchiert. Und die restlichen waren gut. Also war ein sehr gutes Quiz. Bis auf die letzte Frage. Wir machen weiter mit dem Quiz von Kizaru. Und der hat ein Pokémon-Quiz. Ganz Standard. 10 Fragen. Die werde ich ja wohl hinkriegen. Oder auch nicht, denn ich sehe gerade die erste Frage und weiß es nicht. Wie hoch ist die Shiny Chance in Pokémon Go? Ich habe keine Ahnung. Ich habe legit keine Ahnung, wie hoch die Shiny Chance ist. Bist du 800? Das ist wahrscheinlich ein bisschen sehr viel. Ich sag 1 zu 255. Aber ich habe wirklich legit von Pokémon Go Shiny Chance keine Ahnung. Welche Starter erhält man vom Professor Platan? Ja, das ist eine Fangfrage. Nee, ja klar, wie der Samenkommander Shigi. Ja, Punkt. Wann kam die erste Anime-Episode raus in Japan? Bin ich Jesus? 99 hätte ich jetzt am ehesten gesagt. 1999. Wann erschien Pokémon Unite auf dem Handy? Das, oh, ja, toll. September wusste ich jetzt. War es der 18.? Ich glaube, es war der 18. Oh, ich dachte jetzt wenigstens so September wüsste ich noch. Jetzt sind da nur September-Angaben. 18. Das ist mir eine sympathische Zahl. Bleiben wir mal bei Unite. Wie heißt der 4. Rang in Pokémon Unite? Der 4. Ultra. Ich weiß es gerade nicht. Welches Pokémon ist in Pokémon Heart Gold und Soul Silver Shiny Lock? Strubbelohr, Pichu, Kyogre, Entei, Latias. Strubbelohr, Pichu, was ist denn das überhaupt? Ach, was ist das? Heißt das Strubbel? Wusste ich vielleicht, dass das so heißt. Ja, ich nehme das auch, wenn das vielleicht falsch ist. In welchem Café kann man in Illumina City einen Trassler mit einem Gardevoir Nieten bekommen? Oh, ich glaube Fokus. Oder Soleil. Ich sag Fokus. Café, wow, wow. Also, ich glaube Fokus gibt's. Zu wie viel Prozent kann ein Pelipper ein Glücksein-Oras tragen? Ich glaube 5 oder 15. 15. Könnten aber auch 5 sein. Ich bin mir nicht sicher. Wann kam das japanische Pokémon Stadium in Japan raus? Also, jetzt nimmt er extra eine Pokémon Stadium-Frage, weil er weiß, dass ich das Spiel nicht kann und nicht gut finde. Was weiß ich? 2000 klingt mir eine gute Zahl. 2000. Da war ich noch nicht geboren. Die letzte Frage. Welcher ROM-Hack gilt als der schwerste? Einer der schwersten von Pokémon. Da gibt es ROM-Hacks von. Explorers of Sky. Explorers of Kaizo. Death, Hell oder Ground. Explorers of Death. Klingt geil. Finde ich. Auswertung. Ich sollte aufhören, Pokémon zu spielen. Also jetzt bin ich ein bisschen geschockt von mir selbst, muss ich wirklich sagen. Aber ihr habt extra auch so hässliche Fragen genommen, das weiß doch kein Schwein. Ich, 5%, ich hätte auch wieder den ersten Gedanken nehmen sollen, ne? So, Lail, da habe ich auch geschwankt zwischen, ich glaube, nur die zwei gibt's. Und da war ich mir auch nicht sicher. Ja, Elite, ja, fühle mich gerade ein bisschen schlecht, weil ich so scheiße bin. Aber es sind auch nicht so leichte Fragen, also die sind deutlich besser, die Quizze, als die, die wir letztes Mal gehabt haben. Das sind deutlich bessere Quizze. Eins haben wir noch, Finale. Und das ist jetzt tatsächlich ein Pokémon Unite Quiz von Enrico. 10 Fragen. Ich werde bestimmt komplett versagen. Wann erschien Pokémon Unite in Deutschland? Ja, das weiß ich schon nicht. Also im September kamen die Dings raus. Ich würde sagen im Juni. Juni oder Juli, oder? Juni, 25.06. Wie viele EOS-Juwelen muss man ausgehen, damit man sich den Premium-Kampfpass holen kann? 490. Wie viele Unite-Lizenzen gibt es aktuell in Pokémon Unite? Stand 1.3. Boah, da kamen ja noch ein paar dazu, ne? Soll ich die jetzt alle aufzählen oder was? Kann ich nicht. Ich muss raten. 32 nehme ich. Im Rangkampf gibt es Ränge. 6, glaube ich. Vielleicht. Hoffentlich. Im Shop kann man Itemverstärker kaufen. Wie viel EOS-Tickets braucht man für 100 Itemverstärker? Für 100? 1000, glaube ich. Auf welchem Level entwickelt sich Paragoni zu Tromborg? 5, meine ich. Auf welcher Map kann man gegen Abra kämpfen? Wie heißen die Scheiße? Aura. Heißt es Aura Park oder heißt es City? Ich glaube Aura Park. Aus wie vielen Zahlen besteht eigentlich die Lobby-ID? Junge, was weiß ich? Aus 8? Keine Ahnung. Was für mich? Ich weiß nichts. Wie viele Erfahrungspunkte braucht man, um auf Level 40 zu kommen? Keine Ahnung. 138, ich weiß nicht. Wie heißt der Unite-Move von Dragoran? Meteoreinschlag. Heißt der Dragoran?
Ich hab so verkackt, oder? Oh, 9 von 10 richtig. Ha! Du bist der wahre Unite-Meister. Ich habe einfach vieles geraten. Ah, doch im Juli. Fuck. Dann habe ich den Rest richtig. Okay, da war auch viel Glück dabei. Im Quiz davor Pech, hier jetzt Glück. Kann ich mit leben. Okay. Immerhin habe ich das letzte Quiz erfolgreich bestanden, okay? Aber das Quiz davor hätte ich auch ganz gerne. Vielleicht ein bisschen besser abgeschlossen. Schade. Also, ich möchte echt mal sagen, ich finde das so viel besser, von euch Quizze zu machen, ne? Weil die sind so viel besser. Das heißt, wenn ihr noch einen Teil haben wollt, wie ich versage, wenn ihr allgemein nochmal ein Quiz-Video sehen wollt, dann schickt gerne Quizze ein zu allem Möglichen. Es muss nicht immer Pokémon sein. Alles Mögliche könnt ihr gerne machen und mir dann einfach zusenden und ich mache die dann hier in einem Video. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke euch drei für die coolen Quizze und ich hoffe, das Video hat euch auch ein bisschen gefallen, wie ich schön versagt habe. Ja, ich werde mich jetzt vergraben gehen. Denn als Pokémon-YouTuber hätte man das deutlich besser absolvieren müssen. Aber so ist es nun mal. Schieb's auf die Fragen. Nicht auf mich. Auf die Fragen schieben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.